Hallo, es ist so schön, dass du da bist. Ich bin Vivian und heiße dich heute in einem kleinen Special ganz besonders willkommen. Denn, Trommelwirbel, wir haben die 100 Abonnenten erreicht. Ist das nicht schön? Mensch, ich freue mich so sehr darüber. Vor allen Dingen, ja, es ist so wunderschön zu sehen, wie der Kanal immer weiter wächst und sich entwickeln darf. Und ich bin sehr, sehr dankbar darüber. Also auch ein herzliches Danke an dich, dass du diese Impulse hörst, die Meditationen hörst, die Interviews schaust und damit natürlich auch den Kanal mit wachsen lässt. Davon danke ich dir ganz, ganz von Herzen. Und für dieses 100-Abonnenten-Special habe ich mir überlegt, schenke ich dir 100 Affirmationen und einen Teil davon werde ich im Folgenden in der Meditation einsprechen. Den anderen Teil kannst du dir ganz in Ruhe in der Infobox durchlesen, da werde ich sie alle nochmal auflisten. Und wenn du magst, kannst du dir dann 1 bis 3 Affirmationen auch selber raussuchen und dir immer mal wieder einen Moment nehmen, um diese Affirmation in einer Meditation für dich zu spüren, wirken zu lassen und wirklich in dieses Gefühl hineinzugehen. Du kannst dir natürlich auch sehr gerne eine eigene Affirmation aufschreiben, die vielleicht besonders gut zu dir und deiner Situation momentan passt und dazu dann die 100 Affirmationen als Inspiration, als Anregung nehmen. Und da es natürlich nicht unbedingt was bringt, wenn du zum Beispiel jetzt davon überzeugt bist, nicht liebenswert zu sein oder nicht liebevoll momentan vielleicht so umgehst, wie du es gerne möchtest, dass es dann natürlich nichts bringt, wenn du einfach sagst, ich bin liebenswert, ich bin liebenswert, ich bin liebenswert, ich bin liebevoll zu mir, ich bin liebevoll, ich bin liebevoll zu mir. Da denkt sich das Gehirn dann auch so, weil eine tiefere Überzeugung in dir drinne vom Gegenteil überzeugt ist. Und daher hilft es sehr, sehr gut, wenn du zum Beispiel dann sowas dazu sagst wie: Ich werde jeden Tag mehr und mehr liebevoll zu mir selbst. Oder mit jedem Sonnenaufgang werde ich mehr und mehr liebevoll zu mir selbst. Oder auch sowas wie mit jedem Atemzug. Also, dass du deinem Gehirn signalisierst und deinem Unterbewusstsein, du bist auf dem Weg, du bist auf der Entwicklung dahin. Und das ist ja sowieso wie alles ein Prozess. Und für mich geht es vor allen Dingen bei diesen Affirmationen darum, in dieses Fühlen zu kommen, in dieses Spüren, in diese Energie dieser Worte und in diesen Zustand. Und den, auch wenn es nur für ein paar Momente ist, einmal in dir zu erwecken. Und vor allen Dingen auch darum, sich innerlich dahingehend schon immer auszurichten und sein Bewusstsein auf diesen Prozess zu lenken. Ja. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude dabei bei der Meditation, wenn du sie ausprobieren möchtest oder einfach auch nur mit den Affirmationen. Du kannst sie dir natürlich auch irgendwo an deinen Spiegel hängen, an deine Tür oder vielleicht auch als Bildschirmhintergrund nehmen. Ja. Und nochmal wirklich von Herzen Danke an dich und dass du da bist. Und ja, jetzt geht's los mit der Meditation. So, dann finde für diese Meditation einen Ort, an dem du für die nächsten Minuten ganz für dich bist. Du kannst sitzen, du kannst liegen,
Suche dir eine Position, die wirklich für dich jetzt bequem ist und in der du dich jetzt auch auf diese Meditation einlassen kannst. Eine Position, in der du konzentriert entspannen kannst. Und dann nimm dir hier einen Moment, um anzukommen. Ganz bei dir, ganz in deinem Körper, ganz in diesem Moment. Du kannst hierfür, wenn du magst, einmal ein paar tiefere Atemzüge nehmen. Tief und bewusst. Und dann lasse den Atem in seinem Rhythmus weiterfließen und bleibe mit deiner Aufmerksamkeit ganz bei dir. Ganz in diesem einzigartigen Moment. Wenn du merkst, dass du vielleicht an einer bestimmten Körperregion noch etwas verspannt bist, kannst du diese ganz bewusst einmal ansprechen und ganz bewusst ein bisschen lockern und mit deiner Aufmerksamkeit dorthin gehen und ganz bewusst Entspannung dahin leiten. Lass los. Und dann lenke deine Aufmerksamkeit in dein Herz. Spüre dein Herz. Vielleicht kannst du auch deinen Herzschlag wahrnehmen, dieses Pulsieren, diese Energie. Dieses fantastische Geschenk des Lebens. Lasse Liebe und Dankbarkeit und inneren Frieden in dein Herz fließen. Alles darf sein. Alles ist okay. Und jetzt stell dir vor, wie du diese Energie der Liebe, der Sicherheit und des inneren Friedens aus deinem Herzen hinaus in deinen ganzen Körper strömen lässt. Wie eine warme, wohlige, helle Energie strahlt es aus. In deinen ganzen Körper, in deine ganzen Zellen.
Und du kannst dabei mehr und mehr entspannen. Mehr und mehr loslassen. Du bist hier in dem Moment sicher, geborgen und beschützt. Danke. Und wenn du magst, kannst du diese Energie auch aus deinem Körper hinaus um dich herum strahlen lassen. Und sie umhüllt dich wie eine kuschelige warme Decke, die dich beschützt und die dir ganz viel Geborgenheit schenkt. Entspanne dich in dieses Gefühl hinein. Lass los. Bleibe in diesem Gefühl. Und du kannst dir auch vorstellen, wie wenn jemand, den du sehr gern hast, dich umarmt, seine Arme um dich legt. Vielleicht fühlt sich das auch für dich gut an. Sicher und gehalten. Ich werde dir jetzt im Folgenden ein paar Sätze sprechen. Und du kannst diese Sätze in dir nachsprechen. Du kannst sie auch einfach nur auf dich wirken und vor allen Dingen nachklingen lassen. Und nimm diese Energie dieser Sätze, Worte auf. Und stell dir vor, das ist meine Wahrheit. Stell dir vor, wie das deine Wirklichkeit ist und wie du dich fühlst dabei, wenn diese Sätze wahr sind. Und tauche in dieses Gefühl ein. Ich gehe voller Vertrauen meinen eigenen Weg. Ich werde jeden Tag mehr und mehr zu mir selbst. Ich beginne mehr und mehr mir selbst und dem Leben zu vertrauen. Ich erkenne und aktiviere den Raum des Friedens in mir.
Ich darf empfangen. Ich darf mich wahrhaftig zeigen, so wie ich bin. Ich bin ich, und das ist gut. Ich bin dankbar für alles, was jetzt bereits in meinem Leben ist. Ich lenke meinen Fokus auf Lösungen und Möglichkeiten. Ich öffne mich für die Schönheit des Lebens. In mir steckt eine tiefe Kraft und eine tiefe Weisheit. Ich bin achtsam mit mir und anderen. Ich lasse los und schaffe Raum für Neues. Ich nehme mir den Raum, den ich brauche. Ich spreche voller Vertrauen meine Wahrheit. Ich bin wertvoll, so wie ich bin, ohne dafür etwas tun zu müssen. Und dann, wenn du soweit bist, komme langsam wieder hier an und lasse dieses Gefühl, was du jetzt in deinem Körper spürst,
nachklingen. Bleibe ganz bei dir, auch wenn du in den nächsten Minuten wieder in das Hier und Jetzt, in deinen Alltag zurückkehren wirst. Schön, dass du da warst. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Danke.